Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo liebe KiCad-Freunde, in dem Video machen wir mal aus der Reihe nochmal das Einbinden der Libraries für KiCad 7. An dieser Stelle vorweg nochmal herzlichen Dank für das Daumendrücken für die Prüfung, alle, die mir da viel Erfolg gewünscht hatten. Ich kann bestätigen, Prüfung ist bestanden. Wieder ein Schritt in die Selbstständigkeit, ein kleiner Baustein hinzugefügt. Und ja, dann kann ich jetzt demnächst mal aufs Gewerbeamt marschieren und meine entsprechenden Zettel beantragen. So, ich mache hier mal ein kleines Außer-der-Reihe-Video. Und zwar hat mich ein User angeschrieben in Bezug auf das Einbinden dieser Libraries mit GitHub bzw. GitLab. Und das möchte ich euch heute hier zeigen. Für KiCad 7 gibt es noch keine Libraries. Wir können also jetzt hier nur die 6er nehmen. Aber das ist auch kein Problem. Das sollte soweit auch funktionieren. Und das möchte ich euch eben in diesem Video zeigen. Als erstes geht ihr hier bitte auf KiCad.org. Und wenn ihr auf KiCad.org seid, dann, Moment, zeige ich euch gleich nochmal hier oben auf Libraries und dann auf Download klicken und dann kommt ihr hier eben auf diese Seite. Ich zeige das jetzt hier einmal nur für die Schematik-Symbols, eben hier die KiCad-Symbole und das wäre das erste. Der Vorgang ist dann für die anderen Teile hier, also für die Footprints und die 3D-Modelle gleich. Wir legen uns so denn noch nicht geschehen. Ich gehe nochmal hier rein. Hier in unserem KiCad 7 Ordner legen wir uns hier diesen GitLab Ordner an. Ich mache den mal hier auf. Eigentlich sollte der ja bei euch, wenn ihr es nach dem Tutorial gemacht habt, schon vorhanden sein. Als nächstes öffnen wir uns mal hier eine Konsole im Linux. Und wenn wir jetzt hier auf diesen Link KiCad Symbols klicken, dann werden wir weitergeleitet zu GitLab.com. Und wir können jetzt hier drauf gehen und sagen Clone HTTPS. Also hier unten diesen Link brauchen wir. Und klicken einfach hier auf Kopieren, wechseln zurück in unsere Konsole und geben hier ein Git Clone. Und fügen dann hier mit Rechtsklick einfügen den Link rein. Das muss dieser HTTPS-Link sein. Und können jetzt hier einfach auf, Moment, ich zeig's, dass ihr es auch seht. Ich schiebe das mal hier mit nach drüben. So, und führen dann einfach ein Enter aus. Und jetzt beginnt KiCad hier die Objekte herunterzuladen. Das wiederholt er dann eben entsprechend mit den anderen. Ich lasse das mal hier im Hintergrund laufen. Einfach dann hier wieder auf zurückgehen. Dann kann man hier die Footprints auswählen, ebenfalls dann hier wieder über Clone den HTTPS-Link hier über Kopieren, Copy URL einfügen und das Ganze wiederholen, bis wir dann eben hier auch die 3D-Modelle und die Projekt-Templates heruntergeladen haben. Was passieren kann gegenüber KiCad 6, dass KiCad 7 sagt, okay, wir haben jetzt hier Libraries, die von einer anderen Version stammen soll, also konvertieren. Das kann man dann einfach mit Ja beantworten. Während das jetzt hier runterlädt, möchte ich gleich an dieser Stelle weitermachen und zwar mit einer Frage. Der Nutzer, der mich eben hier auf dieses Geschichte angesprochen hatte mit dem Download der Libraries und dem Einbinden ins KiCad, hatte auch noch etwas anderes vorgeschlagen, ob ich denn mal eine Platine für so eine Hohlwanddose oder für so eine Unterputzdose machen soll, die man dann also hier rein bekommt. Und zwar wäre hier im Prinzip der Hintergedanke zu sagen, man macht eine kleine Platine, die man hier eben, na, ich mache das mal hier groß, die man jetzt hier reinschiebt, also hier reinbringen kann in diese Dose und dann einen zum Beispiel Taster davor montiert, also hier über die Schrauben dann einen Taster hinvormontiert und damit so einen herkömmlichen Taster mit Anschlüssen auf so eine Platine bringt
um dann zum Beispiel mit Modbus oder dergleichen so eine eigene Smart Home Lösung zu generieren. Also man könnte dann hergehen und sagen, wir nehmen hier so einen LDO-Regler, 3,3 Volt, setzen da hinten drauf einen A-Tiny, der dann das Modbus-Protokoll macht und das Ganze bindet man dann eben an über einen Max 458, also eine RS-485-Schnittstelle, die ja bis zu 1200 Meter Kabellänge erreichen kann. Man könnte dann also quasi seine Stecker oder seine, nicht die Stecker, die Schalter hier eben über Modbus anbringen oder ansteuern und dann in der Verteilung eben an Raspberry Pi oder irgendetwas anderes, was Modbus spricht, verbauen, um damit eben zum Beispiel Lichtsteckdosen oder dergleichen zu steuern. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich dazu ein Video machen soll. Dann würde ich mich mal hinsetzen, euch zeigen, wie man diese Platine erzeugt, die Bauelemente hier vielleicht mal versuchen drauf zu bringen. Da wäre jetzt, weil ich mich hier an dieser Stelle nicht so gut mit den A-Tinys auskenne, die Frage auch an euch gerichtet. Kann man die so weit bringen, dass sie dann Modbus sprechen? Ja, oder ist da vielleicht ein anderer Chip besser geeignet? Denn der ist hier auch schon für so eine kleine Hohlwanddose ist das Ding hier schon relativ groß. Braucht man eigentlich gar nicht. Wäre die Frage, ob man das eben auch mit einem anderen A-Tiny realisieren kann, um damit ein Modbus-Protokoll quasi über die RS-485 in eine Verteilung zu bringen. Das wäre mal die Frage an euch. Wenn ihr das in die Kommentare schreibt, dann entscheide ich, ob ich dazu weiterführende Videos mal außer der Reihe zum Tutorial mache. So, wir haben hier mittlerweile unseren Download abgeschlossen. Schauen wir mal hier rein. Hier sehen wir jetzt eben die ganzen Symbolbibliotheken. Ich mache sie mal hier mit einem. Ah, das ist natürlich jetzt das Falsche gewesen. Machen wir es mal anders. Ich wollte hier eigentlich einen Texteditor haben. So, nehmen wir das Ding hier. Wir sehen jetzt hier mal so eine. Wir sehen jetzt hier mal eben diese Symbol-Library. Hier alles als sauberer Text. Und hier kann man also auch mal nachschauen, wenn es zum Beispiel bei Problemen irgendwelche Probleme gibt, ob hier alles richtig geschrieben ist und eingetragen ist. Ihr seht, KiCad arbeitet hier im Wesentlichen mit Textdateien und das macht sich eigentlich recht gut bei der ganzen Geschichte. So, wir haben das also jetzt installiert. Jetzt müssen wir natürlich diese Geschichte hier noch einbinden. Dazu starte ich mal KiCad. Und wir gehen hier oben auf Pfade konfigurieren. Dann müssen wir hier mal rein in die Pfade. Und wir sehen jetzt hier schon unsere eigenen Symbole. Da haben wir die eigenen. Jetzt können wir hier unseren Symbol-Directory ändern. Das sind die eigenen, die wir selber erstellen. Wir müssen aber jetzt hier oben rein in den KiCad 7 Symbol-Directory. Der verweist hier noch ins Unix-System Resources Share KiCad Symbols. Und den müssten wir jetzt eben anpassen und sagen, wir gehen jetzt hier in unseren Ordner hinein, KiCad 7, GitLab. Und dann nehmen wir hier das KiCad Symbols. Weiter müssen wir nicht rein in die ganze Struktur, sagen dann okay. Damit wäre der jetzt hier eingebunden. Wir sagen auch hier weiter in Ordnung. Und wir müssten jetzt hier die Symbolbibliotheken verwalten. Wir sehen jetzt hier, das ist jetzt der Vorteil, dass wir eben hier mit dieser Variable gearbeitet haben oder dass hier von vornherein mit solchen Variablen gearbeitet wurde. Ihr seht jetzt hier KiCad 7-Symbol-Directory. Da verbirgt sich jetzt eben der Ordner dahinter, den wir jetzt da gerade eingetragen haben, eben hier unten KiCad 7 GitLab. Hier seht ihr es hier unten. Hier haben wir jetzt eben die Pfadersetzung, dieses Home, mein Nutzername KiCad 7 GitLab, KiCad Symbols und nicht mehr User Share. Das müssen wir kontrollieren. Wir sagen dann okay. Na, so, machen wir es abbrechen. Das ist ja eingetragen. Und wenn ich jetzt hier mal den Schaltplan aufrufe und sage jetzt hier mit der Taste A möchte ich jetzt Symbole hier eintragen. Dann machen wir das
sollte der jetzt eigentlich hier die Symbol-Libraries laden. Jetzt. Ja, meine Maus hängt nämlich ein bisschen. Und dann sollte das hier alles auftauchen. Ihr habt es gesehen, es sind auch jetzt keine Fehler mehr dabei. Also das ist keine Fehlermeldung, die da auftaucht. Und wir können jetzt hier die Symbole entsprechend auswählen und entsprechend hier im KiCad ablegen und nutzen. So. Ja, dieses Symbol ist also jetzt hier nicht über das Unix-System-Resources-Verzeichnis, was ja standardmäßig mit installiert wird, reingeholt, sondern eben hier über diesen eingebundenen GitLab-Ordner. Ich kann jetzt hier in der Konsole mit LL mir das ausgeben lassen. Wenn ich jetzt aktualisieren möchte, brauche ich dann hier nur noch reinzuwechseln mit CD KiCad Symbols in den jeweiligen Ordner und muss dann nicht mehr Git Clone machen, sondern ich mache dann nur noch Git Pull als nächsten Befehl und sage dann Enter. Und dann sagt er mir, hier ist bereits aktuell. Das ist klar, weil wir es ja jetzt gerade runtergeladen haben, aber wenn ich das dann einmal die Woche mache oder dergleichen, dann werdet ihr sehen, dass dann eben doch Symbole dazukommen und die werden dann mit diesem Git Pull automatisch runtergeladen. Das wiederholt sich dann eben auch für die anderen Ordner, die ich ja gerade angesprochen hatte. Und damit wäre die ganze Geschichte schon eingebunden und ihr könnt es mit ganz einfachen Befehlen aktuell halten. Die Windows-Nutzer unter euch müssten sich jetzt erst einmal das Git für Windows runterladen. Ich gebe das mal an, Git für Windows. Download. So, dann habt ihr hier Git Downloads. Dann kann man das sich hier entsprechend runterladen. Entweder dieses beziehungsweise hier Git for Windows.org. Das ist besser. Ich glaube, das ist hier die kostenlose Variante. Ihr könnt dann also hier einfach Download machen und müsstet das dann entsprechend installieren und könntet dann eben genau die gleichen Befehle hier verwenden, so wie ich das gerade hier unterm Linux gemacht habe. Das ist an für sich selbsterklärend und dann kann man das genauso über die Konsole nutzen wie hier eben im Linux. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bleibt alle gesund, tschüss und winke winke, bis zum nächsten Mal. Ciao.